Eine große Hüpfburg, eine Tombola und viele Basketballbälle ließen beim Babameyer-Fest alle Basketballherzen höher schlagen. Außerdem wurde der Basketballnachwuchs geehrt. Wir haben hier das Abschlussfest unserer kompletten Mannschaft. Wir holen die Trainer und die Spieler auf die Bühne, geben ihnen eine Medaille als Erinnerung an die heurige Saison. Es gibt einen Freiwurfwettbewerb, wo sich jeder messen kann, auch die Ex-Spieler hier, die sich hoffentlich hier zahlreich eintreffen werden. Und dann gibt es noch eine Stadtmeisterschaft, wo in verschiedenen Ballsportarten, artenfremd, also die Jugendballer spielen da mit, die Fußballer spielen mit, die Basketballer sind mit. Also ein lustiges Spiel der Dreiskirchner Ballsportvereine. Was bedeutet eigentlich Babameyer? Basketballmeisterschaftsfeier. Die Arcadia Dreiskirchen Lions sind ja weit über die Grenzen Dreiskirchens hinaus bekannt. Wie stolz sind Sie auf Ihre Jungs? Der Diplom-Ingenieur Niederhofer ist ja seit über 30 Jahren Obmann und seit 30 Jahren spielen wir in der Bundesliga. Ich glaube, das einzige Verein, der durchgehend in der Bundesliga spielt. Da sind wir sehr stolz und es ist ein Aushängeschild. Und es ist für einen Altbürgermeister Freude und Präsidenten des Clubs, wenn man sieht, wie viel Jugend sich hier engagiert. Welche Eigenschaften, glauben Sie, muss jeder Basketballspieler haben? Ja, einmal die richtige Größe, vor allem die Wendigkeit, Beweglichkeit und Schnelligkeit ist ganz, ganz wichtig. Und man darf den Basketballsport ja auch nicht unterschätzen. Das ist ja auch ein sehr körperbetonter Sport, daher gehört schon eine gewisse Eigenkraft dazu und man muss halbwegs austrainiert sein. Ausdauer, Ehrgeiz, Freude am Spiel, Fairness ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und gerade beim Basketball, wenn sie dann älter werden, ist natürlich auch die Größe sehr entscheidend. Also jeder Basketballer, die Frage ist nicht zu beantworten. Denn der eine ist wichtig für die Mannschaft, weil er sehr schnell ist. Der andere, weil er sehr wiff ist. Und der dritte, weil er sehr groß ist. Nicht? Aber alle drei zusammen, das hat keiner. Man braucht natürlich gutes Ballhandling, aber auch im Kopf musst du viel, du musst Überblick haben, Schnelligkeit, alles. Wofür wurdet ihr geehrt? Für den Vizemeister in Niederösterreich und für den dritten Platz im Minicup von ganz Österreich. Welche Altersklassen wurden heute in welchen Kategorien geehrt? Also heute ist es gegangen um die U8 bis zu inklusive U19, wobei die U8 relativ zu betrachten ist. Unser jüngster Spieler ist erst 4 Jahre alt und findet jetzt schon Gefallen an dem Sport. Und wie brav sind die jungen Spieler? Ja, das können die Trainer etwas besser betrachten, aber jetzt von Vereinsführung aus gesehen, total brav. Wir sind zufrieden, dass die Kinder Sport machen. Es geht in erster Linie um den Sport, der Sport steht im Mittelpunkt. In zweiter Linie bei den Jungen dann um die Leistung. Aber die älteren Mannschaften wollen wir schon die gewisse Leistungskomponente heranführen.